finanzielle Lage super hin. Schlafen tun wir sowieso jetzt nach jedem Auftrag. Also schlafen hier auch völlig überbewertet. Es sei denn, man fährt irgendwie von, ja, Polen nach England oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr lange Strecken. Dann kann es schon mal sein, dass man hier schlafen muss. Aber das ist jetzt auch nicht so der wichtige Verdacht. Schauen wir das jetzt mal so auf der großen Karte an. Wir sind gleich in Innsbruck. Toll, oder? Oh, 90, 90, 90. Ach du lieber Himmel. Obwohl, ich war doch auf 90, ich Depp. Zürich, Bern, schön. Ach, das ist einfach... Jetzt, wisst ihr, vor allen Dingen, wenn ich mir... Gerade wenn ich mir das Navi ansehe, da merke ich, die haben wirklich sich was überlegt. Wie kann man den Spieler entgegenkommen? Wie kann man das Geschehen im Spiel erleichtern? Da finde ich alle Informationen in einem Blick. Und ja, einfach perfekt in meinen Augen, dieses Navi. Hier von der Autobahn jetzt runter. Vor und doch, jetzt, da, doch, das hat ein Kennzeichen hinten dran. Das ist ein VW Polo, sollte das sein. Ich bin jetzt nicht so der Autospezialist. Und die haben sogar an die Kennzeichen gedacht. Dass sie in Österreich ja so, ich sage mal, rot umrandet sind. Bin gespannt, wie das in Holland ist oder in den Niederlanden. Ob die da gelb sind. Wenn ja, dann echt großer Pluspunkt. War in den alten Teilen nicht so. Da war, oder im alten Teil, da war nämlich alles weiß. Waren, doch, die haben jetzt, jetzt fällt es mir gerade auf, die haben, Kennzeichen habe ich nur während der schnellen Fahrt nicht erkannt. Das war übrigens ein Opel. Ja. Wunderbar. Allein wie flüssig das Navi läuft. Ne? Das erinnert mich total an meinen Samsung Galaxy S3. Erster Aufenthalt in Innsbruck. Wunderbar. Hier innerorts wahrscheinlich nur 50 fahren. Ja, jetzt tuckert gerade ein Schiff draußen vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, aber bei mir vibriert hier alles. Ach komm, fahr du scheiß VW Polo. So. Und das Beste ist, wenn das jetzt hier auch geht, dass man da das große Einparken des Trailers überspringen kann, dann... Muah. Auch wenn das Geld kostet, das werde ich, glaube ich, immer machen, weil... einer hat schon geschrieben, ein Kumpel von mir, der heißt zufälligerweise... Der guckt zufälligerweise auch meine Videos. Und ja, der hat schon geschrieben. Euro Truck Simulator 2... Nee, Let's Fail Euro Truck Simulator 2. So, ich denke mal... Ja, hier. Bam! Das ist geil. Zufriedenstellend. Und wir sind Level 1. Yeah, Neuling jetzt. Bei 700 Erfahrungen bekommen wir das nächste. Oh, minus 1200. Also hier nur 2000, aber naja. Geil! Wir haben ein Skill-Menü. Ich meine, what the fuck, wie kommt man darauf, in einem Trucker den ganzen Skill-Menü zu machen? Das ist echt geil. ADR-Lehrgang, kann ich das schon mal skillen? Explosive Stoffe, Gase, ja. Ich denke mal, das werde ich machen, die bringen richtig viel Kohle. Das macht dann hochwertige Fahrten. Jede Fracht ist wertvoll, aber einige Ladungen sind wertvoller als andere. Nur bewährte Experten, denen die Firmen vertrauen, dürfen diese Art von Frachten ausliefern. Als Vergütung dafür hältst du Rang 1. Ja, tralalala. Zerbrechliche Fracht. Diese Fähigkeit erlaubt es dir, zerbrechliche Fracht, wie zum Beispiel Glas, Elektrogeräte oder empfindliche Maschinen, mit folgenden Boni zu transportieren. Ja, kann ich mir mal durchlesen. Hier Rang 1 plus 5 höhere Vergütung für das Ausliefern. Hochwertiger Fracht plus 18 Erfahrungsbonus für das Ausliefern. Hochwertiger Fracht. Rang 1 5% höhere Vergütung für das Ausliefern zerbrechlicher Fracht. 22% Erfahrung für zerbrechliche. Just in Time. Manchmal haben Firmen etwas Wichtiges, das schnell auszuliefern ist. Dann erteilen sie einen Just-in-Time-Auftrag. Diese Aufträge bedeuten für den Fahrer erheblich mehr Druck. Das Zeitfenster für die Lieferung ist kleiner, aber die Entlohnung mildert auf jeden Fall deine Unannehmlichkeiten. Ein neuer Rang dieser Fähigkeit bringt dir plus 3% höhere Vergütung und plus 20% Erfahrungsbonus für das Abschließen einer solchen Ladung. Die Verbesserung der Spritsparfähigkeit wird dir helfen, deinen Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Insbesondere Rang 1, bis zu 10% Kraftstoff erfahren ist bei Fahrt mit Auflieger, bis zu 10 Kraft,
bis zu 10% Kraftstoffersparnis ohne Auflieger. Leider gibt es hier nicht mehr, aber... Kann ich jetzt schon skillen hier? Nee, kann ich alles nicht skillen. Unverteilte Fähigkeitspunkte. Ah, jetzt könnte ich skillen hier, zum Beispiel so. Bam. Das ist geil. Fernfahrten hatten wir noch nicht. Deine Fähigkeit zu Fernfahrten bestimmt die maximale Entfernung, die du im Dienst zu bewältigen vermagst. Anfangs übersteigen angebotene Fahrten nicht 250 Kilometer. Mit jedem Rang wirst du dich eignen für Lieferung bis 350 Kilometer plus 5 Euro. Plus 5 höhere Vergütung für Lieferstrecken über 250 Kilometer plus 25% Erfahrungsbonus für Lieferstrecken über 250 Kilometer. Ja, dann machen wir später hin, aber ich denke mal, ich nehme hier sowas. So Gefahrenstoff. ADR-Lehrgang. Der Transport gefährlicher Güter verlangt nach gut ausgebildeten Profis. Benutze deine hart erarbeitete Erfahrung, um folgende ADR-Zertifikate zu erwerben, also dein Einkommen erheblich zu erhöhen. Explosive Stoffe wie zum Beispiel Dynamit, Feuerwerkskörper oder Munition, das würde ich gerne nehmen. Gase, Klasse 2.1, entflammbare Gase, zum Beispiel Acetylen oder Wasserstoff. 2.2, nicht entflammbare Gase, dazu gehören kyrenische, tiefkalte Gase und Flüssigkeiten wie Stickstoff oder Neon, das hier. Klasse 2.3. Giftige Gase, die beim Einatmen den Tod oder ernsthafte Verletzungen zur Folge haben. Beispiele sind Fluorchlor oder Blausäure, wäre das hier. Brennbare Flüssigkeiten, brennbare Feststoffe, ja, diese hier. Und, also es gibt immer nur eins anscheinend. Wahrscheinlich mit jedem Skillmenü kriege ich dann irgendwie ein Dach. Keine Ahnung, schauen wir uns im Laufe des Spiels an. Und ätzende Stoffe. Ich denke mal, ich nehme wirklich hier ADR 1, explosive Stoffe. Anwenden. Von hier aus kannst du auf alle wichtigen Informationen über deinen LKW zugreifen. Eigener LKW. Ah ja, ich wollte hier mal LKW-Händler anschauen. Hatte ich doch hier in Innsbruck einen Besucher ausgewählten Händler. Möchtest du wirklich nach Stuttgart fahren und Majestic Händler aufzusuchen? Ja, möchte ich. Cool, müssen wir da also nicht von Hand hinfahren, hoffe ich. Sondern wir werden da rüber geschickt, sozusagen mit Bus und Bahn. Ja, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, weil ich dieses Blüng gehört habe. Boah, cool. So, egal. Baureihe Across. Oh Mann. Die schreiben nicht Actros hin, sondern Actros, genau. Nee, Across, genau. Dürfen sie ja nicht. Actros ist hier auch wieder gesichert. 320 PS, ja. 510 PS. Ah, 476 PS. 598 PS, fast 600. Und wie viel kostet der? Oh, der kostet mehr als der, den wir uns am Anfang angesehen haben. 476 PS. Ja, fast 600 PS. Verfügbar ab Level 20 erst. 510 PS, aha. Und der hier. Der ist gar nicht so gut. 510 PS. Ja, hier ist uns eindeutig etwas zu teuer. Den könnten wir uns sogar kaufen. Ja, das ist... Drehmoment hier. Den könnten wir uns wirklich kaufen. Alle erst ab so hohen Level. Obwohl, ich schaue nochmal durch. Ich habe das jetzt am Anfang gar nicht gesehen hier. Level 16. Schade, dass wir nicht selber durchlaufen können durch den Laden, sondern so durchswitchen müssen. Aber naja. Level 14. 20. 14. 20. Ja, gut. Ausführung ändern. Mal schauen, was man da so... Wow, jetzt sind wir hier im LKW-Konfigurator. Das ist ja geil. Das ist echt cool. Wähle eine Kategorie aus dem Menü am oberen Rand aus.
Fahrerhaus, Fahrwerk. Ja, das könnten wir uns jetzt theoretisch alles auftunen. Das hier ist halt alles am Anfang. Oh. Oder was ist das? Ach, UK und nicht UK, okay. Ja, es wäre interessant dann, wenn wir wirklich nach, ich sag mal, Dingens fahren würden, nach, das hier finde ich geil, Kokerbraun nach Britannien. Wähle einen Punkt am LKW aus, um die anbringenden Zubehörteile anzusehen. Blinklicht, Lampenbügel. Okay, das ist cool. Das haben sie gut gemacht. Das muss ich jetzt hier so seinen eigenen LKW zusammen modeln kann. Hatte angewählt. Ja, ich denke mal, das würden wir dann machen ganz am Ende des Spiels, wenn wir so wirklich unseren, ja, Wunschdingens haben. So, was kann man hier machen? Hauptspiegel, okay. Wow, wenn wir so wirklich unseren Wunsch-LKW haben. Boah, muss schon sagen, der sieht geil aus. Einfach hier da oben haben wir Radio und alles. Kann man so auch aus dem Fenster schauen? Nee, aber so kann man... Oh, das sieht schon nice aus jetzt hier. Ja, da... Ja, Sonnenblende haben wir auch. Cool. Das hier ist der Frontspiegel. Da können wir dann sehen, was hier so los ist. Hier können wir ja aus dem Fenster gucken, aber da halt nicht. Deswegen haben wir da so einen Spiegel. Das ist dasselbe, dann fast dasselbe wie hier, aber... Schön! Also haben wir uns das auch mal angesehen. Du hast einige Teile zum Kauf ausgewählt. Möchtest du alle Änderungen am LKW rückgängig machen? Ja, na klar. Hör mal. So, gehen wir mal hier raus. LKW kaufen. Da stand was. Behalte deine Garage im Auge. Stelle neue Fahrer an und verwalte deine Firma von hier. True Enterprises, Garagenzahl 1, LKW-Anzahl 0, Fahreranzahl 1, Profit der letzten Tage. Ja, 7 Tage, 5100. Ja. Firmenmanager. Bank. Kredit. 100.000. 400.000. Nein, das ist fast unmöglich für uns. So, können wir hier switchen? Nee, können wir nicht. Gut. LKW kaufen. Gehen wir mal nach München in den LKW-Händler. Besuche einen LKW-Händler. Möchtest du möglich Mann LKW-Händler aufsuchen? Ja, möchte ich. Oder MAN, ich sag immer Mann, aber das heißt ja eigentlich MAN. Oh, mir fällt gerade auf, mein Dingen hier hat einen Euro Truck Simulator 2 Sticker. Mein Case. Das ist cool. So, wahrscheinlich sind die anderen auch wieder alle ab höheren Leveln.